So geht's beim Quiz Champion heute Abend weiter. Klaus Otto Nagorsnik ist 59, wohnt und arbeitet im Münsterland. Er ist gelernter Buchhändler, Kneipenquisser, Bibliothekar. Er selbst sagt von sich: Ich arbeite hier am schönsten Ort der Welt. Seit 1983 arbeitet Nagorsnik in der Stadtbibliothek von Münster. Für seine Kollegen ist er erste Anlaufstelle für Fragen aller Art. Klaus ist jedenfalls sehr hilfsbereit und er weiß auf alles eine Antwort. Also sein Bruder hat mal gesagt, das konnte er schon als Kind. Der liest was und merkt sich das einfach. Warum ich in manchen Dingen mehr weiß als andere, weiß ich selber nicht. Die Freunde aus seiner Kneipen-Quiz-Mannschaft wissen genau, was sie an ihm haben. Wenn Klaus Otto dabei ist, dann sind wir schon um einiges besser. Deswegen liegen unsere Hoffnungen heute auf dir. Wird die Vorbereitung reichen, um gegen unsere 5 Experten zu bestehen? Natürlich ist man als Einzelkämpfer gegen 5 versierte Quizzer so ein bisschen in der Hinterhand. Aber einzeln habe ich vor keinem Angst. Seinen Gegnern ist er schon mal einen Schritt voraus. Ich werde Quiz-Champion. Denn sogar die Experten kommen hierhin, um mich zu fragen. Hier ist Klaus Otto Nagorsnik. Guten Abend. Ich grüße Sie, Herr Nagorsnik. Schönen guten Abend. Das war ja schon der Friedensgruß. Das war das Friedensangebot an den Häuptling. Achso, weil? Damit bin ich gemeint. Ja, ist mir schon klar. Ich dachte erst peacemäßig abgesaved, aber jetzt ist mir klar, Manitou, ist das Ihr Problemfeld? Und Sie wollten schon mal... Also wenn es Karl-May-Filme sind, überhaupt kein Problem, weil die habe ich alle gesehen. Ich bin auch schon doof. Was rede ich hier von Problemen? Wir fangen gerade an zu spielen. Es gibt kein Problem. Es gibt ein paar Fragen und Sie haben die Antworten. Okay. Sache ist denkbar einfach. Bitte in die Mitte und auf geht's. Komm. Herr Nagorsnik, ich bin gut zu verstehen. Sie können mich gut hören? Akustisch, ja. Ja? Inhaltlich... Weiß ich mal gucken. Noch nicht. Aber Akustik würde jetzt schon mal reichen. Okay. 7 richtige in 60 Sekunden. Und dann beginnt das Duell mit Klaus Otto Nagorsnik jetzt. In welchem Jahr geschah das Wunder von Bern? 1954. Richtig. Wie lautet die offizielle Abkürzung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft? DRG. Richtig. Wer schießt seinem Sohn Walter in einem Schiller-Drama einen Apfel vom Kopf? Wilhelm Tell. Richtig. In welchem deutschen Bundesland gibt es die meisten Brauereien? Bayern. Richtig. Welcher Politiker ist Vizekanzler und Vorsitzender der SPD? Gabriel. Richtig. Wie werden filetierte, stark eingesalzene Sardellen genannt? Anchovies. Richtig. Das Lied Alle Vögel sind schon da dreht sich um Amsel, Drossel, Fink und... Star. Richtig. Welcher griechische... Star. Starker Auftakt. Klaus Otto Nagorsnik. Schönen guten Abend. Hallo. Wir hätten 15 muss Fragen. Ich muss schon sagen, mein Bruder hat eine gewisse Leichtlässigkeit. Ja, das ist. Wir hätten 15 Fragen geschafft, ne? In der Minute. Die Regeln sind bekannt, damit müssen wir uns gar nicht aufhalten. Sie kennen die Sendung, Sie kennen das Spielprinzip. Ja. Wir sind gehalten, ein bisschen Spaß miteinander zu haben. Werden wir schon verschaffen. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl, freue mich, dass Sie da sind. Und auch für Sie gilt, am liebsten hätte ich Sie ganz lange da. Der Zufallsgenerator entscheidet, gegen wen Sie beginnen. Und deshalb sagen wir jetzt... Zufallsgenerator ab. Ja, der käme dann danach, der Professor Knopp. Guido Knopp hat bislang einen ruhigen Abend, kann sich allerdings ändern. Also langsam habe ich das Gefühl, ich arbeite ja überwiegend für die ARD, dass irgendjemand beim ZDF was gegen mich hat und versucht einfach, meine Sympathiewerte so dermaßen in den Boden zu stampfen, dass ich nie wieder einen Fuß auf den Boden kriege. Du weißt doch, die ARD ist unser Komplementärsender. Mm. Ernährung, Tim Mälzer. Was heißt Komplementärsender? Er isst gern, er trinkt gern, er kocht gern und er verliert äußerst ungern, Tim Mälzer. Dann legen wir gleich los. Ich
würde nur ganz kurz nochmal auf den vorherigen Kandidaten zurückkommen. Man hat beim Einspieler gesehen, was für süße kleine Kinder der hat. Ja. Und Marcel Reif war der Unsympath, der den nach Hause geschickt hat. Und wer hat jetzt schlechte Sympathiewerte, Herr Reif? Danke dir, Tim. Sehr gut. Ach, Entschuldigung. So, jetzt Konzentration. Das will ich auch meinen. Lassen Sie sich gar nicht aufs falsche Gleis setzen. Kneipenquisser sind gut. Kein Problem. Kneipenquisser sind wirklich gut. Bei mir hat eine Mitarbeiterin, die macht das auch. Die fährt richtig weit mit ihrer Mutter und so einem Team und die wissen echt viel. Das ist beeindruckend. Das trainiert. Bitte? Das trainiert. Das ist wirklich trainieren. Ja. Wollen wir mal gucken, ob es langt. Wollen wir mal gucken, ob das Training genützt hat. Duell, Ernährung, erste Frage. Welche hochprozentige Spirituose heißt ins Deutsche übersetzt Lebenswasser? Russischer Wodka, italienischer Grappa oder schottischer Whisky? Genau, also jetzt ist ja hier gebuzzert, bis der Arzt kommt. Also der kommt gleich unten wieder raus, der Buzzer. Lebenswasser, Wodka. Oh. Nein, nein, ist alles gut. Alles ist. Beruhigen Sie sich. Guck nicht. Bitte. Ganz ruhig bleiben. Das ist der Siegesrausch. Jetzt haben Sie es bis hierher geschafft. Jetzt nicht die Nerven verlieren. Nee, mach ich doch nicht. Ganz. Gleich geht das wieder. Jetzt ist ja sozusagen schon beides eingeloggt, Zeit abgelaufen. Da können wir. Auf das Ding haben wir keinen Einfluss mehr. Ja, gerne. So, wenn ihr zwei da fertig seid, würde ich ganz gerne mit meiner Begründung kommen. Ja, Sekunde. Wir sollten ganz froh sein, dass wir hier keinen Themenbereich Technik haben, ne? Ach so, weil, nee, das Ding geht. Wenn er schon gedrückt hat, dann können Sie gar nicht mehr das aus. Aber sei es drum. Jetzt wollen wir doch hören, warum russischer Wodka richtig ist. Ich meine, ich habe mal gehört, es heißt Wasser. Fertig. Ach so, aber wir sprechen hier von Lebenswasser, oder? Ja, ja, aber das Wort Wasser, Lebenswasser, da wird vielleicht noch was Russisches drangehängt werden. Mhm. Das heißt Wasser. So. Mhm. Herr Nagosnik, Sie haben da ja eine völlig andere Meinung. Sie sagen schottischer Whisky. Russischer Wodka wäre richtig, wenn das Riesnaja Wodka heißen würde. Das ist nämlich Lebenswasser. Whisky ist gälisch, heißt Lebenswasser. Und dänischer Aquavit würde wegen des lateinischen Aquavite auch noch reichen. Yes. Leck mich fett! Ich würde sagen, da hat der Herr Nagorst nicht mal kurz. Ich stelle das mal nicht in Frage, er hat mich mal ganz kurz pulverisiert. Einfach die mal Waffen das Maul gezeigt. Gratulation. Und übrigens, die Begründung ist absolut richtig. Gälisch Whisky. Daher kommt das. Schottischer Whisky, Punkt für Sie. Starker Auftakt. Mir ist selten schöner das Maul gestopft worden. Nur der Vollständigkeit halber, Grappa einfach Trauben. Ja? Ja, und was heißt Dänisch nochmal? Ne, Dänisch ist es Aquavit. Also Dänisch ist es Aquavit, also das Lateinisch, das Lebenswasser, aber die Dänen nennen das Aquavit. Ja. Und beim Russischen würde es wie heißen? Wodka heißt... Zhiznaja Wodka. Genau, Zhiznaja. Zhiznaja. Wodka heißt einfach nur Wässerchen. Zhizn ist das Leben. Guck mal, du. Ja. Nächste Frage, komm, zack, wir nutzen den Schwung jetzt. Das ist der Kneipensport, mit Saufen kennt er sich auch. Wobei handelt es sich im botanischen Sinne nicht um eine Nuss, sondern um eine Steinfrucht ähnlich dem Pfirsich? Bei der Haselnuss, bei der Mandel oder bei der Marone? Beide haben B. Ja, man macht aus Mandel, also man macht ja so Persipan auch aus Aprikosenkernen. Also deshalb habe ich so Mandel, Marzipan, Persipan, Aprikose, so ein bisschen die Assoziation hergezogen. Okay, also rückwärts, von hinten durch die Brust ins Auge. Ja. Aber auf B gelandet. Und bei Ihnen hat es auch einen Moment gedauert. War das Nachdenken, war das... Ja, ich habe mich gefragt, was die Marone da soll. Das sind also diese Esskastanien, die haben mit Nuss eigentlich gar nichts zu tun. Okay. Sondern? Dann konnten die es ja schon nicht mehr sein. Dann waren sie zwischen Haselnuss und Mandel. Ja, genau. Und die Mandel ist intuitiv. Und die Haselnuss, da
habe ich so ein bisschen gedacht, also die Erdnuss ist keine Nuss, das ist nämlich eine Bohne, obwohl die so heißt. Mhm. Und da ist der Name Nuss drin, das war dann, ich habe die Mandel genommen. Nächstes Fachgebiet. Im botanischen Sinne keine Nuss, sondern eine Steinfrucht ist die Mandel. Richtig. So. B. Beide bekommen einen Punkt. Klaus-Otto Nagorschnick führt mit 2:1. Ich erinnere gerne an die Konsequenzen dieses Spielstandes. Jetzt nächste Problem. Richtig ist Ruh. Wünsch dir mal vier. Ich hab das ganz gern so. Hier ist die Frage. Die bayerische Hallertau. Ist das, Sie nicken schon? Ja. Wollen Sie schon antworten, ohne dass es? Hopfenanbaugebiet. Also, Vorsicht. Ist das weltweit größte Gebiet, in dem Forellen gezüchtet werden, Hopfenanbaugebiet angebaut wird oder Grünkohl geerntet wird? Er hat schon gebuzzert, ja, ist er jetzt. Ich schneller, da, immerhin. Ja, praktisch. Sicher? Ganz ja, sicher. Ganz richtig, sicher. B. 3:2, nachdem beide den Punkt bekommen haben, Sie schlagen Tim Helfer. Aber. Oh, ich kriege noch einen Mitleidsapplaus. Zwischen. Nee, das war wegen dem Mausstopfen. Ja. Der Tim Melzer kann sich nämlich das Maul viel besser stopfen, indem er was Gutes kocht, als ich. Ah. Ist er jetzt? Jetzt ist er ja geschafft. Ja? Die Wand ist durchbrochen. Weiter geht's mit neuerer Geschichte. Das wird schwer. Jetzt ist er endlich dran. In einem vielleicht historischen Duell. Neuere Geschichte gegen Professor Guido Knopp. Den wir sehr herzlich begrüßen. Lieber Guido, schön, dass Sie da sind. Er hat jetzt einen Lauf, natürlich. Ja, ja. Wer Tim Melzer besiegt hat, der hat einen Stimmungshoch. Ich hätte gesagt, es hat eine Wand durchbrochen, da steht die nächste. Das wäre so. Schauen wir mal. Ja? Wen haben Sie mitgebracht heute Abend? Eine liebe Kollegin, und zwar die allerhöchste, die ich finden konnte. So optisch gesehen. Eine großgewachsene? Nee. Das hat auch. Das ist die Türmerin. Ich war ja auf dem Lamberti-Turm oben, als wir den gedreht haben. Und ich habe gedacht, die Türmerin nehmen wir also halt mit, eine ganz liebe Kollegin. Und irgendwo müsst ihr hier sitzen. Da vorne sitzt sie, wir grüßen sie herzlich, sie winkt. Und dann legen wir mal los. Neuere Geschichte spielen wir zum ersten Mal heute Abend. Und zwar mit dieser ersten Frage. Welche neue Erfindung nannte Kaiser Wilhelm II. Das Glanzstück der Weimarer Republik? Das Waschpulver? Die Aluminiumfolie? Oder die Gummibärchen? Ha! Oh! Dass ein Kandidat den Buzzer betätigt, bevor er ihn betätigt hat, das ist schon ein seltenes Ereignis. Das muss man klar sagen. Sie haben so schnell geantwortet. Konnten Sie ausschließen? Wissen Sie es? Es gibt ein wunderschönes Buch über die Geschichte der Gummibärchen und da steht also halt drin, dass nicht nur Frau Tapp... Ich habe ja noch gar nicht gesagt, was da drin steht. Schluss mit dem Applaus. Und da steht also halt dann auch drin, dass Kaiser Wilhelm, der natürlich die Weimarer Republik überhaupt nicht schätzte, als einziges Produkt der Weimarer Republik die Gummibärchen, ich nenne jetzt keine Firma aus Bonn, schätzte und die sich also halt nach Horn ins Exil mal nachschicken ließ. Ja, aber Moment, da sind Sie schon wieder drin thematisch. Also da wissen Sie dann... Ja, aber das ist wirklich toll, wie er es formuliert hat auch. Ja. Und dass er sagt, dass das gar kein Kompliment war, dieses Glanzstück der Weimarer Republik, sondern eigentlich eine versteckte Kritik. Was ironisch ist. Ja. Die Gummibärchen, jetzt sage ich nicht den Ort, sondern nur die von Hans Riegel erfundenen. 1922, genau richtig. C, Gummibärchen. Sie haben ja sehr viele Bücher gelesen, ne? Ein paar, ja. Ja. In die meisten guckt man natürlich in dem Job nur rein und liest sie nicht zu Ende. Ja, ja, man muss die entscheidenden Stellen lesen. Genau. Dass Sie allerdings ein Buch über die Geschichte der Gummibärchen gelesen haben, macht mir ein bisschen Angst. Marcel hätte das gelesen. Also die Geschichte der... Das habe ja noch nicht mal ich gelesen. Und? Sie führen 1:0. Das ist ein schöner Auftakt, das heißt allerdings für das ganze Duell noch nicht wirklich viel, weil wir mit dieser Frage weitermachen.
Welcher Gelehrte erforschte ab 1849 in mehrjährigen Reisen als einer der ersten Europäer den afrikanischen Kontinent? Heinrich Harrer, Heinrich Barth oder Heinrich Schliemann? Beide Kandidaten haben sich für B entschieden. Habe ich Sie einen Tick zögern sehen oder war eigentlich schnell klar? Nee, eigentlich nicht. Ich meine, ich habe das nur aus dem Ausschlussverfahren her. Harrer war eindeutig 20. Jahrhundert Tibet. Schliemann war der mit Troja. Also konnte es nur Heinrich Barth gewesen sein. Schatz des Priamos, wenn man so viel weiß, dann kann man auf so hohem Niveau negativ rangehen. Also ausschließen. Richtig ist B, Heinrich Barth. Und beide bekommen einen Punkt. Stark. Wenn man da ausschließen kann, gut. Ja. Hier ist die nächste Frage. Es könnte für Sie schon die entscheidende sein, wenn Sie richtig antworten. Welche Ehre wurde Bundeskanzler Adenauer zwischen 1955 und 1963 als Träger des päpstlichen Ordens vom Goldenen Sporn zuteil? Bitte, bitte. Sie haben eine Ahnung schon? Ja. Hat also halt was mit den beiden zu tun. Ich möchte, dass er die Antwort bitte auf Lateinisch gibt. Also, wir kommen ja erst zur Frage nochmal zurück. Okay. Welche Ehre wurde Adenauer zwischen 55 und 63 als Träger des päpstlichen Ordens vom Goldenen Sporn zuteil? Er durfte auf einem Pferd in eine Kirche reiten. Rituelle Fußwaschungen waren ihm erlaubt. Und der Vatikan schickte monatlich einen Blumenstrauß. 3 Sekunden noch, Guido. Auch hier Ausschlussverfahren, oder? Ja, ein bisschen weniger. Also ich habe das mal gelesen. Ich habe nicht so viel gelesen wie Sie, bei Weitem nicht. Ich musste so viele Bücher schreiben, deswegen konnte ich nicht lesen. Genau, dauernd Bücher schreiben. Aber es kam nie dazu. Es kam nie dazu. Also er hat dieses Recht. Adenauer, das war dann doch ein bisschen schwierig mit dem Pferd in die Kirche. Ich wollte gerade sagen, so ganz jung war er ja zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Sie haben gleich so gelacht, weil Sie wussten, ich habe das Duell gewonnen. Ja. Genau. Klar. Und Katharina? Katharina stellt sich die ganze Zeit den alten Adenauer auf dem Pferd in der Kirche vor. Nein, die Vorstellung, dass Adenauer irgendjemandem die Füße wäscht, das ist so unglaublich. Das reißt mich. Ja. So. Dann hat sich das Komm doch schon gelohnt, oder? Allein wegen dieses Gags. Dann lachen wir mit Katharina und freuen uns mit unserem Kandidaten Klaus Otto Nagorski. 3:2. Und damit gewinnen Sie das Duell Neuere Geschichte gegen Professor Guido Knorr. Können wir Bulli noch den Wunsch erfüllen und das auf Lateinisch sagen? Ja, als Messdiener hat man noch gelernt, Introibo ad altarem Dei. Und ich muss dann ergänzen, intergo equi. Auf dem Pferd. Ja, diese Antwort ist korrekt. Ja. Und zack, ins Stadion zu Marcel Reif. Wenn Sie vor dem Fernseher sitzen und mal wieder alles besser wissen als der Fußballreporter, können Sie genau das jetzt hier beweisen gegen Marcel Reif. Nur eine Frage. Dieses Buch über die Gummibärchen. Ja, also das lässt dir keine Ruhe. Wie findet man sowas? Oder der Zufall. Der Zufall und dann natürlich das Interesse. So war, da muss was man mal reingucken. Ich habe es auch nicht ganz gelesen, aber es reicht da manchmal reinzugucken. Also, die wichtigsten darüber Stellen. Reden wir nachher nochmal. Ich würde sehr gerne mich auch damit näher beschäftigen. Erst reden wir über Sport. Christa, geht so langsam die Düse jetzt bei Ihnen da oben? Nee, ich fieber total mit jedem mit, als würde ich noch mal selber auf der Bühne stehen. Das ist wahnsinnig spannend. Sie fiebern mit jedem mit. Mit Marcel, mit Tim, mit Bulli. Ich blick wirklich mit den Kandidaten. Wenn die ausscheiden, ich bin total enttäuscht zum Augenblick. Dann kommt natürlich das Gefühl, auch gut für mich. Aber so im ersten Moment, echt, ich leide mit. Das macht Sie zusätzlich sympathisch. Christa Pappelmann. Anna Gosnick,
Dann wagen wir uns an den Sport heran, und zwar mit dieser ersten Frage. Wo sollte die Fußball-Weltmeisterschaft 1986, die kurzfristig nach Mexiko verlegt wurde, eigentlich stattfinden? In Kolumbien? In Uruguay? Oder in Brasilien? Jetzt ist ja schon mal der Beweis erbracht, dass Ihr Buzzer funktioniert. Wir haben das akustische Signal gehabt. Alles klar. Marcel, aber genützt hat es ihm nichts. Beide sagen A. Du hast dort kommentiert? Das war meine erste WM, ja. 1986. Deutschland wurde Vize-Weltmeister. In Mexiko hat es stattgefunden, weil Kolumbien nicht imstande war, rechtzeitig fertig zu werden. Kolumbien ist richtig. A. Mit dieser Frage geht's weiter. Oh. Welche Farben haben die beiden unteren Ringe auf der olympischen Flagge? Gelb und Grün? Schwarz und Rot? Oder Blau und Orange? Schwer. Marcel hat eingeloggt. 3 Sekunden. Gegenantwort gegeben. Schwarz und Rot? Ich weiß es nicht, aber ich dachte, ich mach mal, das wird dann nervös. Gibt's, ja, ja. Ich hätte jedes andere auch nehmen können. Schwarz dabei? Also, schwarz, der Tim fragt gerade, ob schwarz überhaupt dabei ist. Also ich weiß, dass blau und orange nicht sein kann, weil orange ist garantiert nicht dabei. Okay, soweit können wir folgen, aber dann ist ja immer noch eine 50-50. Die Reihenfolge, da bin ich auch sehr unsicher. Ich weiß nur, dass also halt wieder allen Gerüchten, also halt nicht die Kontinente, die Symbolgeber für die Farben waren, sondern, ach, ich weiß nicht, was der Herr Coubertin sich dabei gedacht hat. Ist ja auch schon ein paar Jahre her, aber unterdessen hat man gesagt, stehen sie oder so nachträglich reininterpretiert. Genau. Ja, für die Schwarz Kontinente. Für Afrika, rot für Amerika, blau für Europa, und gelb für Asien, und grün für Australien. Klingt ja nach einem saftigen Klischee, was man da... Gelb für Asien, Mann, Mann, Mann. Okay, also Sie wissen es nicht ganz genau, aber für jetzt reicht's. Gelb und Grün ist richtig. Antwort A. Nächste Frage. Welche dieser Sportarten wurde nach der Stadt benannt, in der sie 1823 entstand? Rugby, Hockey oder Cricket? Ups. Anna Gorsnick hat offensichtlich noch weitere Termine heute Abend. Es wird zackig eingeloggt. Kennen Sie die Stadt Cricket? Ich kenne keine Stadt Cricket, ich kenne keine Stadt Hockey. Ich weiß aber, dass Rugby in Mittelengland liegt und dass dort der Rugby-Sport erfunden worden ist. Über die Jahreszahl will ich jetzt mal hinwegsehen, das weiß ich nicht. Das wusste ich zum Beispiel. Ja, alles gut. Rugby richtig? Ja, klar. Dann heißt das Punkt für beide, Duell für unseren Kandidaten Klaus Otto Nagorski. Stark. Aber Herr Ralf, Gelb und Schwarz sind auch schöne Farben, die schön nebeneinander stehen. Ja. Es gibt auch ganz liebe Sie Menschen. Sie werden mich auf das als die Glocken übertragen. Sehr schöne Farben. Und ein doller Fußballverein mit einer überwiegenden Anzahl von tollen Fans. Wunderbaren Fans. Ja, vielen. Sehr vielen. Die meisten. Die meisten haben die allermeisten. So. Die allermeisten geht nicht. Ja, wie wir gelernt haben, die einzigsten. Haben wir es doch gemacht und einen Deckel drauf. Auch auf dieses Thema. Film und Fernsehen, auf geht's. Einer der erfolgreichsten Filmemacher Deutschlands. Mehr als 30 Millionen Besucher sehen Sie das Duell gegen Michael Bulli Herbig. Wir können die Sache verkürzen, ich gebe gleich weiter.
eigentlich... Wir wollen doch Spaß haben. Wir wollen doch auch Spaß haben. Was für ein Sadist. Haben Sie gerade gesagt, was für ein Sadist. Ja? Der war gut. Wir wollen doch nur spielen. Aber dann möchte ich mich auch so hinstellen dürfen, wie Sie dastehen die ganze Zeit. Ist für uns überhaupt kein Problem. Ne? Nein. Wir wollen doch Spaß haben. Der war gut. Ja. Filme, Fernsehen. Können Sie ganz kurz, können Sie wenigstens woanders hingucken? Also, ja. Damit ich nicht das Gefühl habe, ich bin gemein. Also, nein, nein, nein. Okay. Ziehen Sie Ihren Stiefel mal durch hier. Hanna Gosnick. Das Duell Film und Fernsehen gegen Bulli Herbig beginnt mit dieser Frage. Der Satz Krawel, Krawel, taubtrüber Ginst am Musenhain, trübtauber Hain am Musenginst, Krawel, Krawel. Entschuldigung, steht hier. Stammt aus Papa Ante Portas, Otto der Film oder aus Kein Pardon? Als du eingeloggt hast, ja, war mein erster Gedanke, was ist los? Warum hat er noch nicht geantwortet? Sie haben tatsächlich ein bisschen, sind Sie die Filme inhaltlich nochmal durchgegangen? Oder haben Sie die erst ins Dänische übersetzt? Oder? Nee, ich hab das irgendwie so was Literarisches im Kopf und ich glaube, ich liege total falsch. Ja gut, aber dann lägen Sie ja zumindest neben Bulli Herbig. Weil sehr schönes Bild. Der hat ja auch A gesagt. Ich glaube, die Verzögerung war einfach, es hat ihn dermaßen gelangweilt. Aber du wusstest es, du hast ja sehr schnell geantwortet. Ja. Ja? Ja. Der Satz ist von Loriot, Papa Ante Portas. Oh. Gut. Punkt für beide, 1-1. Und mit dieser Frage geht's weiter. Welche beiden Schauspieler sind verwandt? Henry Fonda und Bridget Fonda? Catherine Hepburn und Audrey Hepburn? Oder Michael Keaton und Diane Keaton? Beide schnell, beide nicht schlecht, beide richtig. Henry Fonda ist der Opa von Bridget Fonda. Sie ist die Tochter von Peter Fonda. 2-2, das ist jetzt ein Turbo-Duell. Wer jetzt alleine richtig antwortet, hat diese Kategorie gewonnen. Hier ist eine Frage. Wer erhielt 1979 eine goldene Kamera für sein hohes Medienverständnis? US-Gouverneur Ronald Reagan? Der Fußballer Franz Beckenbauer oder Papst Johannes Paul II. Noch 4 Sekunden, Michael. Franz Beckenbauer als Medienfigur. Oh ja. Du atmest schwer. Jetzt kriege ich Schnappatmung, weil ich habe die 79, da war er ja doch noch recht jung, ne? Der Franz Beckenbauer. Der ist geboren 45, das könnten wir jetzt ausrechnen. Schon klar. Aber er war damals noch, er war ja damals noch aktiv. Aktiv? Ja, ja. Bei Cosmos New York. Also Papst Johannes Paul. Medienverständnis. Hat er denn eine Sitcom oder sowas? Ich weiß es nicht. Also. Ja, so eine Kurien-Sitcom. Ja, so. Ja, so. Also der war auf jeden Fall, der ist 78 Papst geworden. Ja, so. Oder, oh Gott, war das drei Päpste? Ja, 78. 78, drei Päpste. Also. Hat er sie auch abgeholt? Wüssten Sie es, Herr Wasser? Nee. Ja, Papst Johannes Paul II., völlig klar. Er hat recht. Ja? Alter, bitte nicht so locker. Sorry. Alter, kann man das nicht hier in die Hand verkaufen? Und das heißt, dass unser Kandidat Klaus Otto Nagorsnik richtig geantwortet hat und auch das Duell Film und Fernsehen gewinnt. Problem,
Mein Problem war diese Vorstellung, einen Papst auf einer Bühne mit einer goldenen Kamera zu sehen. Ja. Das habe ich mir... Das ist übrigens ist auch richtig, weil den Moment hat es nicht gegeben. Der damalige Chefredakteur, Peter Bachet, ist hingeflogen nach Rom und hat sie im Rahmen einer möglicherweise recht kurzen Privataudienz dem Heiligen Vater überreicht. Okay. Also den Papst auf der Bühne hier hat es nicht gegeben. Ja, und das war mein Problem. Ja. Daran bin ich gescheitert. Aber so, das ist ehrenhaft. Umso schöner. Ehrenhaft. Und er könnte es auch in Lateinisch sagen. Ja. Ja, also das müssen wir jetzt gar nicht abrufen. Gratulation. Sie wissen, dass die Sache jetzt langsam eine gewisse Ernsthaftigkeit für Sie annimmt. Ja. So. Aber wir wollen Spaß haben. Wir wollen ja nur Spaß haben. Wie kriege ich Sie nervös? Warum sollt ihr denn nervös Natürlich. Werden? Wir wollen doch hier Spaß Was haben. Für eine das ist doch kein Frage. Grund zur Nervosität. Überhaupt nicht. Warten Sie mal, was Frau Thalbach für Sie vorbereitet hat. Jetzt kommt das Duell Literatur. Wenn Sie bei Faust nur an Klitschko denken, wird es schwer. Im Literaturduell gegen Katharina Thalbach. Super. Ich fürchte, das wird ein Durchmarsch hier. Für ihn? Ja, es klingt so ein bisschen, fühlt es sich so jetzt, an. Jetzt wird schon tief gestapelt hier, ne? Also ja, ja, ja. Starten wir doch mal das Duell und nehmen dafür diese Frage. In der fiktiven Stadt Macondo spielen drei Romane des Autors Gabriel Garcia Marquez, Paulo Coelho oder Carlos Ruiz Zafón. Oh, fängt nicht gut an, Katharina. Keine Antwort. Moment, ich habe hier gedrückt. Ich habe gesehen, dass sie gedrückt hat. Ich habe gesehen, dass sie gedrückt hat. Technisches Problem? Ich glaube, du warst zu spät. Ich höre aus der Regie zu spät. Du warst zu spät. Was wäre es gewesen? C, B, A, A, B, C, B. Der Herr Coelho. Herr Coelho, unser brasilianischer Freund. Ist falsch, weil er was anderes hat. Ja. Achso. Aber Macondo ist echt Marquez, da hätte ich jetzt. Echt? Ja, also reden Sie ruhig, also erklären Sie es ihr. Erklären Sie es uns. Gabriel Garcia Marquez, nicht Marquez, Entschuldigung. Kein Problem. Hat also diesen Ort Macondo in Kolumbien nach seinem Geburtsort Aracataca, also ja, begründet. Ist ein fiktiver Urwaldort. 100 Jahre Einsamkeit, der Oberst hat keinen, der ihn schreibt. Und der Dritte, helfen Sie mir. Na, ich kann da nicht, ich habe 100 Jahre Einsamkeit natürlich, aber ich erinnere mich da nicht an Macondo, Entschuldigung. Also die drei Romane, um die es geht? Ja, ja. Die heißen Laubsturm, 100 Jahre Einsamkeit und Ein Tag nach dem Samstag. Okay. Den haben Sie nicht gelesen. Ach. Nee, den habe ich nicht gelesen. Verloren, verloren. Abzüge in der B-Note. Aber die A-Note, die ist richtig. Punkt für Sie. Und nur damit das klargestellt ist, also es wäre ja B gewesen, sowieso falsch, aber es war tatsächlich zu spät gedrückt. Ja? Ich dachte, es ist kaputt. Ja, naja. Nice try. Hier ist die nächste Frage. Wer eine lapidare Bemerkung macht, sollte immer auch bedenken, dass das im genauen Wortsinn wie aus Wachs geformt ist, in Stein gehauen ist oder mit einer zarten Feder geschrieben ist. Was kann man nicht wissen? Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn der Mann gleich haut. Aber Sie haben tatsächlich jetzt Ausschluss. Also sind alles nochmal durchgegangen. Ich hätte mich bedrängt. Ja. Sie stehen unter meinem Schutz. Hier kann nichts passieren. Druck. Ja, Druck stimmt. Aber Sie haben die ganze Zeit die Antworten nochmal durchgelesen, ne? Würden Sie denn jetzt nach... Nein, nein, ist alles in Ordnung. So bleibt's? Ja. Okay. Auch B, in Stein gehauen. Warum? Lapis, lapidis, Latein, der Stein. Genau. Einfach hergeleitet. Dieses mit dem Latein, das ist möglicherweise doch keine so schlechte Idee. Zu spät, ja. Es ist weit zu spät, weit zu spät. Aber im nächsten Leben, eine Überlegung. Ja, und unsere Kinder. Ja, ja. Auch Freunde. Ich hätte beinahe gesagt, auch zu spät. Gut, lateinisch... Lapidarius zu den Steinen gehörend.
Das ist das Adjektiv, richtig? Das ist das Adjektiv, ja, natürlich. Genau. Meine Worte. Richtig ist B, in Stein gehauen. Punkt für Klaus Otto Nagorsnik. Und für Katharina. 2-1. Steht 2-1. Wenn Sie jetzt richtig antworten. Matchball. Das ist jetzt ein Matchball. Ja, ja. Das wäre die kurze Variante. Sofa, ne? Ja, dann kommt er aufs Sofa. Ja. Wünschen sich ja andere hin gerade. Du noch eine Antwort richtig und du kommst aufs Sofa. Und zwar ganz gleich, was Katharina Thalbach antwortet. Das macht die Situation bequem. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob die Frage bequem ist. Mit ich hoffe, das Sofa ist bequem. Christa, wie ist da oben? Sofa ist gut, aber er hat ja gleich vorher schon gesagt, ich soll ihm einen Platz frei halten. Ja. Also der war sich total sicher. Und ich finde das auch völlig furchteinflößend, weil ich meine, ich habe ja noch manchmal gut geraten, aber er weiß wirklich alles. Ja. Aber das heißt gar nichts. Zugespitzt gefragt, Christa. Bislang haben Sie immer gesagt, Sie leiden mit den Kandidaten und Sie freuen sich mit den Kandidaten. Können wir das Gefühl jetzt noch mal ganz kurz beschreiben? Aber merkt ihr, was passiert? Es ist für alle schon klar, dass er durch ist, ne? Ja. Also, das ist wie von Elfmeter. Du bist der Torwart Durchmarsch, jetzt. Durchmarsch. Ja? Ich bin sowieso der Depp. Ja. Nein, Katharina. Ja, so ist es. Angefangen hat Guido. Und dann. Aber bei ihm merkt man doch, wie wichtig Bücher lesen ist. Ja. Es lebe das Buch. In der Tat. Das mit dem Buch. Das natürlich doch nur, um Reklame zu machen für das Buch. Jetzt, ohne dass die Messe schon gelesen ist, gibt es irgendeine Kategorie, mit der wir Sie aufs Glatteis hätten führen können? Also gibt's, die ist offensichtlich hier nicht dabei, aber einfach so, dass wir auch fürs nächste Mal so ein bisschen dazulernen. Film und Fernsehen. Oh. Also Film und Fernsehen, richtig schwierig. Absolut schwierig. Okay, Leute, jetzt ist es richtig demütig. Ja. Es ist aber so. Ja, ist ja gut, mach jetzt weiter, komm. Aber Katharina kann wieder lachen, das ist auch was. Bitte, die möglicherweise entscheidende Frage. Aber vergessen Sie alle nicht, noch hat er nicht gewonnen. Es besteht, wenn für viele auch nur theoretisch, nach wie vor die Möglichkeit, dass es nicht klappt. Oh, da werden Daumen gedrückt in Reihe 2. Aber ganz feste. Ganz feste. Hier ist die möglicherweise entscheidende Frage. Wie heißt ein erfolgreiches Kinderbuch des norwegischen Krimi-Autors Jo Nesbø? Dr. Proctors Pupspulver? Professor Fossens Furzversammlung? Oder Mr. Rambos Rülpsrakete? Um mich zu rehabilitieren, das hätte ich gewusst. Das heißt, ist es Professor Fossens Furzversammlung oder Dr. Proctors Pupspulver oder, um es einfach nochmal zu sagen, Mr. Rambos Rülpsrakete? Darf ich es auflösen? Bitte. Es ist das Pupspulver. Ja. Nein. Ah, ist richtig. Er war mit gewinnt. Klaus Otto Nagorsnik hat das 5. Duell. Und ist auf dem besten Weg, Quiz-Champion zu werden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Jetzt lernen Sie Christa kennen. Ja. Vorsichtsstufe. Ja. Und dann gehen wir gemeinsam hoch in die Loge. 5 Duelle, 5 Siege. Auch Klaus Otto Nagorsnik hat es geschafft, alle Experten zu schlagen. Jetzt hat die Einsamkeit für Christa Pöppelmann ein Ende. Die beiden Gewinner treffen sich zum großen Showdown im Finale. Oder schafft es noch ein Kandidat in die Champions Lounge? Es bleibt spannend im Kampf um den Quiz-Champion-Titel und 250.000 Euro. Wow. Machen Sie sich bequem. Wenn Sie möchten, servieren wir auch Getränke. Sie haben gemerkt, ich bin ganz nah hinter Ihnen hochgegangen, in der Hoffnung, dass irgendwas Lateinisches auf mich abfällt. Ja?
fürs Nächste. Nehmen Sie Platz oder bleiben Sie stehen, wenn das für Sie die artgerechte Haltung ist? Haben Sie es nicht gemerkt? Nämlich? Mir ist ein Lapis vom Herzen gefallen. Ah, natürlich. Bitte sehr. Getränkewunsch? Ein Wasser. Ein Wässerchen, natürlich. Vielleicht sogar ein Lebenswasser. Eins nach dem anderen.